ist Luca und meine lieben Freunde, ich sitze hier mal wieder mit der Geografie-Expertin Sandra Safiulov. Hi Leute, heute werde ich euch erklären, wo die Länder sind. Italien, nein, Afghanistan. Das ist Paraguay. Afghanistan. Afghanistan. Das ist 100%. Nee. Das ist Augustinovdorf. Was? Ich sag Afghanistan. Tadschikistan. Das ist eine Mischung aus Polen und Japan. Chile. Ich sag Polpan. Das ist Grönland. Grönland? Die Flagge hat ja gar nichts mit Grönland zu tun. Oh, aber die Flagge ist richtig hübsch. Ich habe letztens wieder eine DM bekommen. Und da wurde ich wieder angemeckert. Brasilien. Jamaika. Brasilien hatten wir schon mal. Brasilien ist doch das Grün-Gelb. Obwohl, das ist auch Grün-Gelb, ne? Nee, ich glaube, das ist... Aber Jamaika hatten wir doch auch schon, ne? Oder wollen wir sagen Kolumbien? Kolumbien. Nee, ich sag Jamaika. Ich glaube. Ich sag Brasilien. Das ist Jamaika. Was? Das habe ich ja noch nie. Das ist einfach Deutschland mit einem Hahn drin oder so. Oder Belgien? Vielleicht ist es, hat Belgien Bundesländer? Das heißt, Chile. Das, nein, oh mein Gott. Ich glaube, das ist ein Joke. Die gibt's gar nicht, sag ich. Haben die von uns Natzen. Das ist Uganda. Uganda hat einfach Belgien-Flagge auf Deutschland umgedreht und einen Hahn. Genau. Ey, aber richtig schön. Richtig schön. Argentinien? Nein. Argentinien. Mhm. Uruguay? Nee. Serbien. Serbien, Montenegro? Kolumbien. El Salvador. Ich würde gerne El Salvador als Nachnamen heißen. Hey Hendrik. Hey, wir nehmen ja nichts auf, ist alles in Ordnung. This one. This is Baden-Württemberg. Das ist auf jeden Fall das ist ein Bundesland. Das ist immer Saarland. Osten. Saarland. Ja. Okay, ich gehe mit Saarland. Ich glaube, bei Sandra, heute in der Podcast-Folge hast du gesagt, dass du bei solchen Sachen richtig gut denken kannst. Ja. Auf einmal hier voll dunkel geworden. Ja, ne? Baden-Württemberg, sage ich. Saarland. Baden-Württemberg. Wieso bin ich nicht bei Baden-Württemberg gerade geblieben? Alles richtig, mach direkt weiter. Hami, ganz ehrlich. Kirgisistan. Was? Kirgisistan. 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 Ich finde, das sieht aus, das könnte eine Marke sein von Chips. Nee, von Sonnenblumenöl. Ich glaube, die natzt uns, das ist Chips frisch. Das ist Kirgisistan. Wo ist Kirgisistan? Kirgisistan ist da, wo Russland, Usbekistan und so. In Zentralasien. Zentralasien? Wenn wir allerdings gerade schon auf einem anderen Kontinent sind. Asien? Du wolltest doch den Namen sagen. So. NordVPN! NordVPN ist mega praktisch, wenn ihr beispielsweise mal in Kirgisistan seid. Wir sind da ja jeden Donnerstag. Oder in irgendeinem anderen Land außerhalb von Deutschland. Denn dann könnt ihr einfach, wenn ihr abends beispielsweise im Bett liegt, euren virtuellen Standort ändern und dementsprechend Serien oder Inhalte online streamen. Und das Ganze mit nur einem Klick. Mit NordVPN könnt ihr volle Internetfreiheit nutzen und ihr müsst euch auch keine Gedanken um irgendwie schlechteres Internet oder Bandbreite irgendwas machen. Denn mit Nordlinks, ach, wolltest du das auch sagen? Nee. Okay, dann da mag es gerne so Namen auszusprechen. Durch Nordlinks besteht nämlich keine Bandbreitendrosselung. Aus über 500.000! 500.000! Ihr könnt aus über 5.200 Servern in 60 verschiedenen Ländern wählen. Also es ist geisteskrank. Das ist praktisch, wenn du, keine Ahnung, irgendwo auf der anderen Seite des Planeten bist und du willst trotzdem Netflix gucken. Das ist ja auch nicht überall erlaubt oder keine Ahnung was. Kannst du sagen, okay, ich habe jetzt eine sichere Verbindung, bin jetzt eigentlich da und will jetzt meine Serie gucken. Komplett legal. Außerdem feiert... NordVPN! Seinen 10. Geburtstag und dementsprechend könnt ihr etwas gewinnen. Dafür müsst ihr einfach mal ganz kurz unten in die Videobeschreibung gucken. Dort findet ihr nämlich einen Link. Und über meinen Link bekommt ihr einen 2-Jahres-Plan plus einen Monat komplett NordVPN kostenlos und noch ein Geschenk. Und das Geschenk besteht entweder hieraus oder hieraus. Also klickt auf den Link unten in der Infobox und danke an NordVPN, dass sie das heutige Video hier gedingst haben, ne? Unterstützt ihr sponsert haben, ne? Ihr sponsert. NordVPN! Lettland. Das ist... Nee. Wenn sie schon so sagt, ist es nicht Lettland.
Das ist Mallorca? Nee, das ist ja Spanien. Vergessen. Litauen? Jo, Litauen. Soll ich einen Tipp geben? Nee, Litauen. Das ist Bayern. Wir haben nämlich dieses Mal auch Bundeslandflaggen dabei. Tschüss. Nur deutsche Bundesländer. Das ist Bayern? Ja. Waren wir hier noch nie so. Bayern braucht eigentlich einen Berg und ein Bier. Und eine Brezel. Und eine Brezel. Stimmt. Und dann sagen nicht Brezel, sondern Brezen, oder? So? Brezen sagen die, ne? Brezen? Die sagen auch nicht Brötchen, sondern Semmel. Ja, das ist so Opfer. Ich habe im Podcast schon mal erzählt, Schicht am Bahnhof, sagt zwei Brötchen, haben wir nicht, wir haben nur Semmel. Ich sag, zum Maul, Alter, bin ich zum Meckes gegangen. Ja, Nordrhein-Westfalen dann. This is the one of the Litauen. Yes, one of the Litauen. Du sagst aber auch nicht vorher, ob das jetzt ein Bundesland ist oder ein Land oder okay. Dann ich sag. Ich weiß nicht, Schweden. Ich glaube, das ist irgendwas so. Irgendwas. So Weißrussland sage ich. Das ist Weißrussland. Das ist die Dominikanische Republik. Komm, jetzt ein für euch beide, okay? Ja. NRW! Neuseeland! Australien! New Zealand! Endlich! Das ist Australien. Ich hab doch auch mal Australien gesagt. Du hast aber Neuseeland gesagt. NRW! Dänemark! Norwegen. Nee. Kein Land hat einfach nur... Sachsen-Anhalt. Nee, nein, das ist... Baden-Württemberg. Die Sache ist, nein, das ist die schönste Flagge, die ich je gesehen habe. Einfach so ein blasses Blau mit so einem weißen Stern. Hier spricht wieder unser... Da werde ich hinziehen, da werde ich hin auswandern. Ich will nach Mallorca nicht sehr auswandern. Ich sag ganz ehrlich, das ist Baden-Württemberg. Das ist Somalia. Somalia? Paraguay. Nee. Südkorea oder Nordkorea? Das ist Nordkorea. Nein, das ist Südkorea. Das ist Nordkorea. Du wolltest erst Paraguay sagen. Flucht der Karibik? Schwöre, Flucht der Karibik. Ey. Das ist Saarland now. Oh, stimmt, das ist ein Bundesland. Safe. Die haben auch bei Flaggen, die Flaggen sind immer so simpel. Die haben bei Flaggen nie so... Wenn du dich da drauf lehnst, wackelt die Kamera. Achso. Luca, gleich. Ja. Oh Gott. Ich lasse es gut, viel besser als vorher. Bei Flaggen von Ländern haben die nie so viele Details. Die sind immer nur so simpel. Zwei Farben, drei Farben, maximal mal vier und dann immer nur so Dings. Das ist safe ein Bundesland. Saarland. Sachsen-Anhalt. Haiti. Haiti ist doch kein Bundesland. Ja, nee. Achso. Sag ich ja, auch Länder können komplexe Flaggen haben. Bremen. Sachsen. Bruder, warum hat Bremen das denn nicht? Letzte Flagge, meine Damen und Herren, ist... Ist das jetzt Saarland? Ist das Österreich? Nee, Österreich ist so. Das ist... Die Schweiz. Das ist Kanada ohne das Blatt in der Mitte. Das ist nicht die Schweiz. Die Schweiz hat doch dieses Kreuz. Stimmt. Hami, nee, dann ist es ein Bundesland. Saarland. Ich sag, es ist Kolumbien. Es ist Peru. Perfekt, meine lieben Freunde. An der Stelle würden wir die heutige Episode Flaggen erraten dann auch beenden. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da, abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt. Checkt den Link in der Infobox für NordVPN. Sandra ist in der Beschreibung nicht verlinkt. Tschüss.